Ich behaupte also, wenn du nicht definiert wirst durch eine Vision der Zukunft, dann bleibst du mit den Erinnerungen der Vergangenheit zurück und du bist vorhersehbar im Leben. Und die Menschen warten gern auf Krisen, Krankheiten, Diagnosen und Krankheiten, bevor sie sich entscheiden, sich zu verändern. Meine Frage, meine Botschaft ist, warum warten? Warum auf den Moment warten, wenn du anderen dich verändern kannst? Nicht nur im Leiden, sondern in Freude. Was würdest du denn wählen? Dein Gehirn also ist eine Aufzeichnung über die Vergangenheit, ein Artefakt, wo alles ist, was du bisher gelernt und erfahren hast. Und die meisten Menschen wachen morgens auf und dann fangen sie an zu denken über die Probleme. Die Probleme sind Erinnerungen. Das Hirn hat diese Probleme eingeschweißt und Menschen verbunden sind mit Dingen verbunden, mit Zeiten und Orten verbunden. Und in dem Augenblick, wo die Leute dann dran denken, dann denken sie an in der Vergangenheit. Und jedes einzelne Problem, das Menschen haben, jede Erfahrung, hat eine assoziierte Emotion. Und sobald die Leute an das Problem denken, das Gehirn in der Vergangenheit, macht das Gehirn eine Chemikalie, ein Gefühl und die Leute fühlen sich unglücklich und entmutigt und machen sich Sorgen, leiden und fühlen Schmerzen. Und jetzt fühlen sie sich wieder wie sie selbst. Und Gedanken sind die Sprache des Gehirns und Gefühle sind die Sprache des Körpers. Und wie du denkst und wie du fühlst, erzeugt deinen Seinszustand. Die meisten Menschen, bei denen verdenkt der Vertag an, in der Vergangenheit. Je mehr die Leute diese Emotionen fühlen, je mehr diese Emotionen oder der Gedanken beeinflussen, die gleichen Schaltkreise werden eingeschaltet, gleiche Chemikalien, wieder die gleichen Gefühle und der Körper folgt dem und sagt, ich fühle dieses Gefühl und beeinflusst wieder das Gehirn. Und die Leute sind in diesen Kreisläufen gefangen von Denken und Fühlen. Und wenn du nicht größer denken kannst, was du fühlst, oder Gefühl ist zur Art zum Denken geworden, dann lebst du in der Vergangenheit. Und wenn du denkst, dass deine Gedanken mit deiner Zukunft etwas zu tun haben, dann ist deine Vergangenheit deine Zukunft. Das dauert dann einfach zu lange und dein Körper und dein Unterbewusstsein und die kennen den Unterschied nicht zwischen Erfahrung, die eine Emotion erzeugt, und einer Emotion, die du nur mit Gedanken erzeugst. Und je mehr du die gleichen vertrauten Emotionen fühlst aus der Vergangenheit, glaubt dein Körper, dass er in der gleichen Vergangenheit und in der gleichen vergangenen Erfahrung lebt, ständig und immer, das ganze Jahr, den ganzen Tag. Und diese Redundanz, dieses Zyklus konditioniert den Körper, der Geist dieser Emotion zu werden. Und jetzt ist der Körper buchstäblich in der Vergangenheit. Und Menschen in der Vergangenheit, die können die Gegenwart nicht wertschätzen. Hat dir dieses Video gefallen? Gib uns ein Zeichen und lasse einen Daumen nach oben da. Bist du interessiert an weiteren solchen kostenlosen Videos? Dann abonniere unbedingt unseren Kanal und drücke die Benachrichtigungsglocke, denn nur so stellst du sicher, dass du kein weiteres Video verpasst. Danke dir und bis zum nächsten Video.